Ja, ich würde sagen, wir finden dann in dem geheimen Level mal ein paar Kugeln. und wir schaffen das jetzt. Und dann können wir nämlich mit der Fähigkeit auch nochmal zurück in... Guck mal, wie viel Zeit sozusagen überbleibt am Ende. Verdammt. Wird es wahrscheinlich eh knapp werden. Manu. Nicht gut aufgepasst schon wieder. Ich dachte immer, denken wir mal, ich komme sofort nach da rechts, aber ich komme da nicht sofort hin. Jetzt muss ich dieses Fallen irgendwie schaffen hier, ne? Das so zu machen und dann sozusagen einfach da drauf zu lenken. Also so. Aber nee, so klappt das nicht. Wie mache ich das denn am schnellsten? Ohne Kabel, wie mache ich das am schlauesten? Ja, ich weiß, ich nehme die mal mit. Ich weiß nicht, wie viel Zeit ich insgesamt über habe. Aber ich nehme die einfach mal mit. Okay, jetzt muss ich wieder zurück. Oh Gott, ich muss ja auch wieder hoch dann, ne? Aber das sollte eigentlich einfacher sein, denke ich. Nicht jetzt sterben, bitte. Nein, da war durch Zufall ein Random-Schuss. Ich könnte... Krieg die Krise. Also wenn man das einmal schafft, schafft man es auch nochmal, ne? So, ich bin voll konzentriert gerade. Es tut mir ein bisschen leid, dass ich so leise bin, aber... Jetzt fahren wir dahin, aber er ist okay.
Das ist nicht gut. Wird jetzt hier am Kreis? Woher soll man das denn bitte wissen? Also, das ist auf jeden Fall bis jetzt das schlechteste Bonuslevel, was wir haben. Bin ich ehrlich, weil man braucht halt, und das finde ich immer bei so einem Schwierigkeitsgrad, den das Spiel hier jetzt an den Tag legt. Ja, ich kann es eigentlich wieder vergessen, ne? Muss ich sagen, finde ich das eigentlich nicht gut, wenn man dann so dieses wenn man es dann so random macht, dann finde ich es nicht gut. Ich meine, das schaffe ich jetzt, glaube ich, relativ gut, aber das ist natürlich alles jetzt hier so ein bisschen auswendig lernen von dem Level irgendwie, ne? Weil man muss es ja auch in der Zeit dann schaffen. Ich wollte gerade sagen, da möchte ich hier jetzt vielleicht auch nicht so ein Leben verlieren unbedingt. Ja, hier möchte ich. Ach, geh raus da. Hier möchte ich eigentlich schon durch. So, jetzt muss das hier klappen. Nein! Ich bin zu blöd. Und ich sammle schon wieder den gleichen Kanonenschuss ein wie eben. Das kann doch nicht wahr sein. Das ist ungefähr so wie in Mario, wenn du auf die Monty-Schraubenschlüssel zum achten Mal nicht achtest. Du weißt, dass er da ist. Und es bringt dir einfach trotzdem nichts, ey. Hä? Das verstehe ich auch. Manchmal bounce der einen so voll nach oben. Aber gar nicht weiter versuchen. Manchmal bounce der einen so komisch nach oben und manchmal tut das nicht. Okay, das klappt nicht. Das war jetzt nur ein Test. Weil ich habe ja heute schon öfters gesagt, dass ich in solchen Spielen ungeduldiger bin, als ich sein sollte. Warum probiere ich jetzt Sachen anders? Kann ich es nicht einfach so probieren wie sonst auch? Das Problem ist, dass ich Dinger brauche, ne? Also die hier. Hä, warum? Nee, ist okay. Ich glaube ja daran, dass ich das hier jetzt irgendwie hinkriege. Na, springen wir mal hier hin, damit wir einmal sicheren Boden unter den Füßen hatten. Ich hab fast gedacht, dass jetzt natürlich klappt es jetzt wieder nicht, ne? Nicht sogar ein Leben mehr. Ich
Ja, ist egal. Ich habe mein Leben eben aber auch richtig doof verspielt alles, ne? Na los, du kleine Kugel, du schaffst das. Gibst du, das habe ich jetzt auch nicht verstanden, weil eben habe ich es genauso gemacht und habe es eben aber locker geschafft, ohne den Fehler. Aber naja, ist okay mit drin. Ich hasse diesen Fehler. Ah, wie oft habe ich das jetzt schon gemacht, dass ich denke, ja, spring da drauf und dann springst du darüber. Und wenn ich da drauf springe, habe ich das Problem, dass ich danach zu hoch komme. Ich darf einfach, muss einfach darüber springen. Das ist genau, wie ich das manchmal nicht verstehe. Manchmal hauen die einen so übel nach oben und manchmal lassen die einen einfach in Ruhe. Aber ich bin ehrlich, jetzt so langsam kommt dieser Ehrgeiz in mir, der eigentlich immer so ein Zeichen ist, dass ich das gleich irgendwann schaffe, weil es triggert mich sonst, dass ich das nicht schaffe. Beziehungsweise es triggert mich nicht, sondern wenn der Ehrgeiz erstmal da ist, bleibt er meistens auch. Das ist das Gute. So, weil ich will dieses Level jetzt auch schaffen. Es ist ja nicht so schwer, leider. Also, beziehungsweise ist es halt so schwer, weil man so viel perfekt machen muss. Und ich diese Stelle nicht so ganz verstehe. Ich da eben so gut wieder nach oben kommen konnte, ohne den Leben zu verlieren, denn ich hätte sie nicht mehr im Labyrinth hochkommen. So, let's go. War ich kurz auf dem Grün? Ich weiß es nicht. Zwei sind jetzt egal. Ich würde mich viel mehr ärgern, wenn ich es jetzt nicht schaffe, weil ich habe jetzt noch 4 unglaubliche Leben. Och Mann! Diese Stelle ist scheiße. Die Spielentwickler wissen das. Schaffe ich zeitlich ja gar nicht so. Alter. Also sorry, also tut mir leid. Die Stelle macht das Level dann, also die macht es echt kaputt. Ich lasse den einen jetzt auf einen sein, weil ich habe einfach Angst, dass ich das einfach anders nicht hinkriege.
Ja, pull mich halt diesmal nach unten, nicht nach oben, so wie sonst immer. Mein Gott, ey. Oh Mann. Komm, ich kann eh neu starten. Das klappt nicht so. Jetzt, wenn ich mir jetzt diesen komischen Perk da hole, dass ich 30 Sekunden mehr bekomme für ein abgeschlossenes Level, bringt mir das ja nichts, weil ich habe das noch nicht abgeschlossen, ne? Ich werde auch jetzt die neuen Dinger da. Noch. Ich werde zumindest versuchen. Ja, ist egal, bin ich jetzt direkt oben. Ich möchte die mitnehmen. Ich weiß, dass mir das Zeit kostet letzten Endes, aber ich habe extra jetzt auch mal ein bisschen mit Leben gespielt. Ich wollte hier ein paar mehr Klötze haben, die ich sehe. Nein! Boah, das ist ein krasses Level gewesen, ne? Aber wir haben 70 neue Teile, wir haben Silber geholt. Und 70 Teile sollten reichen für den Laden. Für das hier. Sehr, sehr cool. So, jetzt gehen wir zurück. Jetzt wollen wir mal gucken, ob wir die jetzt hier kaputt bekommen. Und wenn ja, wie? Und ja, ich sammle die hier auch noch. Sammle trotzdem möglichst viel von denen ein. Falls ich noch welche finde bei den neuen Sachen. Das Dynamit ist jetzt komplett irrelevant geworden. Thank you.
da ist nichts gewesen. Ach ja, hier war das unter den Felsen, ne? Hier nämlich. Auf der anderen Seite, wo ich noch gesagt habe, ach, da sind die. Theoretisch einen neuen Rekord machen, weil wir ja mehr Zeit auf dem Mond haben. Ja, wirklich brauche ich jetzt nochmal das Ding. Dynamit. System bestätigt. Ja, Rückzug. Geh mal zurück. Ja, mach mal ruhig den Rückzug. Tritt den mal ruhig an. So. Warum man das so gemacht hat, um ehrlich zu sein. Jetzt haben wir wirklich 18 Stück, haben 30 Sekunden. Ja, eigentlich müssten wir deutlich mehr Punkte haben jetzt, ja. Guck mal, für den Laden 38. Wir haben nochmal 38 mehr eingesammelt. Das war jetzt nicht unsere Bestpunktzahl gewesen, aber ich bin auf jeden Fall zufrieden. Wie viel haben wir denn jetzt? Wie viel Prozent? Immer noch 97. Warum 97 nur? 18 von 18. Ah, 10 von 13, okay. Und 30 von 30. Also müssen wir hier noch die 3 noch befreien, ja? Richtig? Dann haben wir es doch, oder? Frage ich, wo sind die, ne? Schlecht, aber ist okay. Wie komme ich an das ran? Von der anderen Seite, okay. Okay, von der anderen Seite bin. Okay.
Wow, ich habe die drei übersehen, ich jetzt. Die waren halt nicht mal gut versteckt. Ich bin auch hier jetzt in Abgrund gerollt, ich weiß. Das war dieses Areal, wo man die Route auswählen muss. Das ist natürlich die schwerste Stelle gegen ihn, ne? Okay, gut. Es könnte sein, dass da nochmal welche gut geschrieben werden zum Store. Ja, 46 sogar.